Hey liebe Leute, hier ist euer Kristall und ich werde heute eine Kartoffel mit meinen Fingernägeln schälen. Herzlich willkommen zu Ping. Mit Kristall. Herzlich willkommen nochmal. Wir sind hier heute wieder bei 1 Live und ich werde heute Kartoffelgratin für euch zubereiten in der Mikrowelle. Kartoffelgratin, was braucht man dazu? Richtig, Gratin. Quatsch, Kartoffeln. Was war eigentlich zuerst da? Die Pommes oder die Kartoffel? Wichtig ist, Kartoffeln schälen mit einem Sparschäler oder wie auch, keine Ahnung, mit Fingernägel. Das klappt nicht. So, wahrscheinlich die Kartoffel, oder? Was ich an Kartoffelgratin am allerliebsten mag, ist das Wort. Gratin. Bei Wikipedia steht jetzt nichts. Wisst ihr, was meine Oma mal gesagt hat? Gratin. Gratin. Das ist übrigens der Bruder von Boateng. Wobei sie dem immer Boateng sagt. Es ist Quatsch. Vielleicht gefällt ihm ihr sein Teint. Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt sehr schlau? Oder dumm? So, zerhackt, zerschnibbelt. So, ich kann nicht kochen. Darum geht's auch nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. So, dann müssen wir das Ding hier hobeln mit einer Reibe oder auf Französisch Ribéry. So, klack, einfach nochmal schön dazu. Haben wir noch ein paar. Sehr, sehr geil. So, habe ich ein bisschen ein paar Sachen hier vorbereitet. Hey, es gibt auch rote und blaue Kartoffeln. Sieh meine an. Danach würzen wir natürlich, denn wir wissen alle, in der Würze liegt die Würze. So, ein bisschen Salz. Schön. Ein bisschen Pfeffer. Und da sitzt ja wieder der Hänsler. Wie macht der Junge das? Und Paprika natürlich nicht vergessen. So. Oh, jetzt bin ich auf der Tittenseite. Sehr geil. Jetzt kommen wir zu Sahne. Das finde ich wirklich sehr geil. Ich liebe Sahne, ohne Scheiß. Ich möchte mir ein T-Shirt kaufen mit dem Aufdruck, Sahne formte diesen Körper. So, schön rüber hier. Oh ja, das ist doch geil. Oh, so ein bisschen Kalli, ne? Oh. Das ist lecker. Schön lecker Sahne. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Zutat, Käse. Käse ist immer die wichtigste Zutat. Ich habe letztens Sushi gemacht, komplett mit Käse überbacken. Es war ekelhaft, ekelhaft lecker. Und meine Freundin war weg. Man kann nicht alles haben. Komm, scheiß drauf. So, rein damit. Richtig geil. Oh, das duftet jetzt schon nach Käse. Besser geht's nicht. So, rein hier in den Lukas. Bom. 600 W, W steht für Watt und Watt bedeutet, was mache ich hier eigentlich? So, 20 Minuten garen lassen. Was habe ich nochmal gesucht? Jetzt möchte ich natürlich nicht, dass ihr 20 Minuten lang zugucken müsst, wie das Gratin oder das Gratin oder das Bois Gratin sich da dreht. Deshalb habe ich hier noch was für euch. Finde Chris. Du hast 20 Sekunden lang Zeit. Ich war die ganze Zeit hier. Fertig. So. So. Hä, war's schon fertig? Oh, geil. Ja, dann probieren wir doch mal den Lukas. Oh, das ging mir jetzt irgendwie zu schnell. Können wir noch mal zurückspulen? Ist jetzt alles aus einer Pommes, oder? Lecker. Geil. Denkt dran, Kartoffeln, viel Käse, viel Sahne, dann läuft das. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Alter, schmeckt das geil. Ich weiß natürlich, viele von euch werden jetzt da sitzen und denken sich so, oh lecker, Kartoffelgratin. Da habe ich schon Bock drauf. Ich habe eine Mikrowelle. Ist genau mein Ding. Aber wo kriege ich denn jetzt die ganze Scheiße her? Und vor allem, wie viel brauche ich von was? Na, ich weiß es nicht. Da. Da seht ihr das jetzt komplett. Was braucht ihr und wie viel? Ja, das machen wir. Grafisch. Ich sehe es gerade nicht, aber tu es einfach so. Wisst ihr, das ist. Habe ich einen Fuchs. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Kartoffelgratin, lecker, reicht mir aber nicht. Ich bin eine lecker Dicke. Ich möchte noch mehr Mikrowellen-Action. Dann. Da ist der Infobutton für mehr. Alle Gerichte und alle Action und alle. Gratin. Es rappelt im Gratin. Ding, 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 ding. Viel Spaß mit dem Ohrwurm.